Das genau geben Tomoko Nakamura und Uwe Heilmann ohne weiteres zu. Beide sind an der Stuttgarter Staatsoper engagiert und nehmen seit 3 Jahren auch privat bei Frau Schwarzkopf Unterricht. Viele große Sänger von heute, die ich kenne, die, wenn ich mit denen rede, die fahren auch noch zu ihren Lehrern. Ja. Und die lernen, die guten, wirklich guten Sänger, die sagen, wir haben noch viel zu lernen und wir lernen nie aus. Sie haben immer ständige Stimmekontrolle. Immer. Und das ist sehr wichtig für jede Sänger. Aber ist es denn nicht so, dass man jetzt, wie gesagt, dort dann auf eine sehr harte Art auch kritisiert wird? Das auszuhalten, stelle ich mir nicht einfach vor. Wenn man nicht offen genug ist, wenn man nicht offen genug ist, das eigene Fehler zu akzeptieren. Ja, dann wird man nicht besser. Ja. Aha. Und wie viel besser er geworden ist, das will er heute Abend beweisen. Wegen dieser eigenmächtigen Klatterei am Anfang mussten wir uns mit den Kameras und Mikrofonen teilweise neu einrichten, was uns die Zeit gibt, kurz die Vorgeschichte zu erzählen. Ein halbes Jahr hatte Frau Schwarzkopf Uwe Heilmann nicht mehr gehört. Und als er für das Schubert-Festival im österreichischen Hohen Ems den Feuerreiter aufs Programm setzte, rief sie ihn prompt an und verbot ihm rundweg, dieses extrem schwere Lied vorzutragen. Und jetzt will er ihr zeigen, dass er es doch bewältigen kann. Ob sie ihn aussingen lässt? Ich habe dann noch Nacht und Träume und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben zum Versuchen. Und die Liebe hat gelogen. Und ja, schwer. Das ist elend schwer. Ja. Sehr schwer. Ja. So, also jetzt fasten your seatbelts. Jetzt gehen wir auf Feuerreiter. Ja. Muss ich ihn an die Blättern? Ja, da. Ja. Ich gehe so weit, kommen wir eh nicht. Was ja. Das ausgesprochen. Jetzt nochmal, das ist Titel näher. Sich auch was sehe. Ich meine, ich kenne es zwar, aber so wieder. Also, meine Herren. Bitte. Sie wissen, seht ihr am Fenster? Das ist einmal Pianissimo, Nummer 1. Und da bleibt es auch eine Weile. Seht ihr am Fensterlein, dort, die rote Mütze wieder. Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und wieder. Und auf einmal ins Gewölbe, eine Brücke nach dem Feld, horch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Sprengt ein wütend Schirr durch das Tor der Feuerreiter. Auf dem rippendürren Tier als auf einer Feuerleiter. Schwerfet ein des Qualm und Schwill, rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Span, freventlich die Glut besprochen. Weh, dir grinst vom Dachgestühle, dort der Feind im Höllenschein, Gnade Gott der Seele dein. Hinterm Berg rast er in der Mühle. Bis die Mühle barst in Trümmer. Doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim nach all dem Graus. Auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg brennt's.
wärst du in deinem Grab. Husch, da fällt in Asche ab. Ich nehme es alles zurück, behaupte das Gegenteil, Sie können singen. Jetzt muss ich Ihnen dazu nur Folgendes sagen. Manche Vokalgruppen muss man also viel stärker noch, sonst kommt es nie durchs Klavier. Ausgeschlossen. Auf dem Rippen dürren Tier. Mindestens, sowas. Mindestens, nicht wahr? Ja. Und zum Schluss braucht man nicht Ruhe wohl, sondern Ruhe gleiten hinein in das Ganze. So ist es, gell? Okay. Ja, ich meine, das kann man aber noch. Wollen Sie an dem jetzt arbeiten? Lieber nicht. Ja, es sind auch nur wirklich ganz wenige Sachen. Ja. Ich würde sagen, dass wir es einmal wir mal durchsprechen, leise, nur mit diesem Ausdruck, der eben drauf sein soll. Aber das wird fein. Bravo. Wir haben ja im April auch noch. I eat my words. Ich muss also ich sagen, er wird das können. Und es gibt nicht viele Leute, die das heute können. Nein, bravo. Selten genug, so ein Lob. Aber was muss auch alles einfließen, bis ein Lied wirklich gut ist, ganz abgesehen vom technischen Können? Fantasie, Erfahrung, analytische Schärfe, der Blick fürs Ganze und alles überstrahlt vom größten Problem, der heiklen Gratwanderung zwischen Text und Ton. Am schwersten wohl zu meistern bei den Liedern von Hugo Wolf. Die Grundlagenforschung dafür und die Suche nach den Schlüsselworten beginnt lange vor dem Singen.